Herzlich willkommen in unserer Videocast-Reihe zu den Microsoft Online Services aus der Sicht der Anwender. Es geht heute darum, wie wir in SharePoint eine Teamseite anlegen. Am Mikrofon ist Kerstin Rachfall von der Rachfall IT Solutions. Als erstes gehen wir in das Admin-Portal der Microsoft Online Services und legen dort im SharePoint eine Teamseite an. Dann wechseln wir in das Unternehmensportal, das heißt, wir melden uns vorher auf unserem Arbeitsplatz mit dem Sign-in bei den Microsoft Online Services an. Wir sehen die erste Sicht auf SharePoint, also auf die Teamseite von SharePoint. Wir erstellen erste Einträge für diese Teamseite und laden uns Benutzer ein. Los geht's! Öffnen wir als erstes unseren Webbrowser. Sie sehen hier eine Seite von uns, Himmlische IT, die wir für die Microsoft Online Services exklusiv aufgesetzt haben. In dem Reiter Willkommen bei Microsoft Online Services habe ich bereits mich in die Admin-Konsole angemeldet bzw. diese Seite aufgerufen. Die Anmeldung sehen Sie ja noch hier. Ich drücke auf Anmelden. Und als nächstes erscheint das Verwaltungsportal der Microsoft oder die Verwaltungskonsole der Microsoft Online Services. Wir wechseln hier oben in den Reiter Diensteeinstellungen und gehen da in die SharePoint Online Services. Es wird jetzt geladen. Sie sehen, insgesamt stehen uns derzeit noch 62,5 GB zur Verfügung. Sie sehen, hier unten ist bereits eine Seite von uns drin und wir legen jetzt in der Webseitensammlung eine neue Webseite an. Dafür gehe ich hier auf Neu und sage, ich möchte für die Marketingabteilung eine Teamseite anlegen. Ich lasse das hier auf Team Website. Sie können hier auch andere Bereiche angeben, andere Vorlagen verwenden. Ich sage, die Sprache ist Deutsch. Ich füge diesem jetzt noch einen Speicher zu von 2,0 GB. Wir scrollen ein wenig runter und ich sage erstellen. Und Sie sehen, ich habe erfolgreich eine Webseite angelegt. Er lädt jetzt hier nach, den Speicher für unsere Firma und hier sehen Sie jetzt Marketingabteilung, die Webseite. Ich verlasse jetzt diese Webseite bzw. mache sie nur klein, wähle mein Sign-in, der sich jetzt anmeldet bei den Microsoft Online Services. Und wenn ich jetzt hier auf die Unternehmensportale gehe, dann sehe ich hier unten meine Marketingabteilung, die Teamseite. Ich wähle die Marketingabteilung aus. Hier nun der erste Blick auf die Windows SharePoint Services. Das sieht etwas unspektakulär aus, aber Sie werden sehen, je tiefer wir in SharePoint eindringen, desto faszinierender wird dieses Produkt. Sie haben hier links eine Navigation. Es gibt hier also standardmäßig, weil wir uns ja eine Vorlage gewählt haben, nämlich die Teamseite, bereits bestimmte Listen. Das ist einmal der Kalender, wo wir Termine eintragen können. Ich wechsle wieder auf die Marketingabteilung. Eine Aufgabenliste, wo Sie Aufgaben eingeben und dann freigegebene Dokumente, die Sie hochladen können, sowie eine Teamdiskussion. Das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich gehe auf diese Ankündigung rein und lösche sie. So, ich sage jetzt neue Ankündigung hinzufügen und möchte jetzt für meine Teilnehmer, die ich einlade, eine kleine Willkommensankündigung machen.
Also herzlich willkommen auf unserem neuen Team-Portal. Hier findet ihr in Zukunft alle Informationen rund um unsere Marketing-Aktivitäten, auf das wir effizienter werden. Ich sage, die läuft ab, weil ich will ja nicht, dass die ständig da erscheint. Die läuft ab nächste Woche. Da haben alle diese Mitteilung bestimmt einmal gesehen und danach soll sie dann verschwinden. Und Sie sehen hier oben, die neue Ankündigung ist jetzt hier drin. Das nächste, was ich mache, ich füge in unserem Kalender ein neues Ereignis ein, nämlich Teambesprechung zum Umgang mit unserem neuen Portal. Das setze ich jetzt an für Dienstag oder Montag, obwohl es Montag ja eigentlich ein ganz ungünstiger Tag für solche Aktionen ist. Und ich sage jetzt, ich möchte das morgens um 9 Uhr und nach einer Stunde abgehandelt haben. Ich stelle euch das Portal vor, zeige, wie ihr Dokumente und an hochladet und andere Einträge vornehmt. So, das ist keine ganztägiges Ereignis. Das ist auch noch keine Serie und ich möchte auch noch keinen besonderen Arbeitsbereich dafür anlegen. Ich sage jetzt okay. Und auch hier habe ich jetzt im Kalender dieses Ereignis. Als nächstes trage ich jetzt einen Hyperlink ein. Ich sage jetzt www.himmlischeit.de. Ich gebe dann einen Namen, unser Blog für die Microsoft Online Services. Bitte macht Vorschläge, wie wir den Nutzen erhöhen können. Da steht es jetzt drin. Hier sehen Sie, wie schnell ich einfach Einträge vornehmen kann. Es ist immer ein wenig wie eine Datenbank aufgebaut, also wie eine Liste. Das heißt, Sie haben hier Felder. Diese Felder sind sehr frei gestaltbar und es gibt noch viel mehr Funktionalitäten, die Sie damit verbinden können. Das nächste, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt Benutzer und Gruppen und legen neue Benutzer an. Sie sehen, dass ich hier bereits einmal angelegt bin. Ich möchte jetzt neue Benutzer anlegen und suche jetzt in meinem Buch nach Carsten Rachfahl. Drücke jetzt hier auf die Suchleiste und sehe, aha, Carsten Rachfahl und sage hinzufügen. Okay. Ich sage jetzt, er soll Berechtigungen haben, er soll nicht den Vollzugriff haben, aber er soll entwerfen. Und kann auch Sachen anzeigen, hinzufügen oder aktualisieren, löschen, genehmigen, wie er möchte. Ich sage jetzt, er kriegt eine Mail zugeschickt und ich sage, hallo Carsten, hier ist jetzt unsere neue Teamseite für das Marketing. Dann sage ich okay. So, damit haben wir unsere Teamseite der Marketingabteilung angelegt. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Rachfall aus Hallenberg im schönen Sauerland. Ich hoffe, wir können Sie auch in unseren nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.